Möchtest du dein Kind auch vegan in der Kita ernähren? Weißt du nicht, wie du das auf Spielplätzen und auf Geburtstagen machen sollst, wenn ihr euch entschieden habt, die Kinder vegan zu ernähren? Oder gibt es um dieses Thema rund um vegan mit Kindern in genau solchen Situationen noch super viel Unsicherheit? Heute will ich dir diese Unsicherheit gerne nehmen und von unseren Erfahrungen berichten, wie wir das machen. Weil wir hatten auch schon die Situation, dass wir kein veganes Essen über eine Periode bestellen konnten. Und ich will dir erzählen, wie wir das gelöst haben und auch welche Methoden wir nicht empfehlen können, weil wir haben wirklich schon so einiges getestet. Wie du siehst, habe ich hier heute einen kleinen Gast und es ist kein Junge, sondern das ist meine Laurella, die ist heute mit dabei. Wir haben gerade eine Situation hier zu Hause, aber dazu muss ich dir in meinem anderen Video ein Update geben. Heute erstmal so viel dazu, dass Laurella und Leonard und auch Samuel alle mit zu Hause sind und wir uns ein bisschen arrangieren müssen. Ganz wichtig am Anfang ist mir, wenn ihr als sorgeberechtigte Eltern euch nicht für eure Kinder einsetzt, dann wird es niemand tun. Nur ihr könnt wissen, was für eure Kinder am besten ist und dann darum kämpfen. Lasst euch da nicht von anderen Leuten verunsichern, denn wenn du immer das tust, was andere von dir erwarten, wie zum Beispiel die Kita-Leitung oder Freunde und Bekannte, dann wirst du nie dein eigenes Leben leben. Und was ist wichtiger, andere Leute um dich herum zufriedenzustellen oder dass deine Kinder gesund und glücklich sind und ihr als Familie gut funktioniert? Wichtig ist aber auch, und darauf möchte ich auch eingehen, dass du dich nicht verrückt machst. Klar ist es wichtig, dich für dein Kind einzusetzen und auch zu kämpfen. Aber es gibt gewisse Sachen, die können wir einfach nicht kontrollieren. Wenn du wirklich alles versucht hast, was in deiner Macht steht, um dein Kind vegan zu ernähren und es geht einfach nicht, es gibt keine Lösung, dann mach dich deswegen nicht verrückt. Ernährung ist nur eine Sache von vielen. Bewegung, Natur, Luft, Wasser und der Seelenfrieden ist nämlich auch ganz wichtig und manchmal vielleicht auch wichtiger als die Ernährung an sich. Wenn alle anderen stimmen, dann ist die Ernährung auch nicht so schlimm und du kannst da auch viele Sachen abfangen und ich verrate dir gleich noch wie. Jetzt aber zu meinen Tipps. Wenn natürlich die Möglichkeit besteht und die besteht so ziemlich in jeder Kita, vegan und glutenfrei sich zu ernähren, dann wählen wir natürlich das. Die Sache ist, Kitas müssen das generell anbieten, weil es ja auch Allergiker gibt und da muss es eine Lösung für geben. Aber oftmals wird das nur mit einem ärztlichen Attest gemacht, weil das ein absoluter Mehraufwand für die Kita ist und die Kitas sind meistens schon personal so eng berechnet, dass sie sich nicht um noch irgendwelche Ausnahmen kümmern können. Weil wenn sie mit einem anfangen, dann kommt das nächste und das nächste und das nächste und damit sind die Kitas einfach überfordert. Wenn jetzt so ein ärztliches Attest nicht vorliegt und du auch keins besorgen kannst, dann würde ich mich wirklich hinsetzen und mit der Kita-Leitung reden. Da würde ich also in die Diskussion geben, aber wichtig dabei ist, dass es wirklich auf einer liebevollen Art und Weise diskutiert wird und nicht so emotionengeladen. Ich weiß genau, dass es selber ein sehr emotionales Thema ist, aber wichtig ist wirklich da die Ruhe zu bewahren und lieber eine längere Diskussion in Kauf zu nehmen, auch mal über mehrere Wochen oder Monate, als dass sich die Seiten eben verhärten und man dann gar nicht mehr zu einer Lösung kommt. Tipp Nummer 2. Wenn noch andere Eltern dabei sind, die sich auch für Gesundheit interessieren, dann könnt ihr auch mit denen reden. Wenn ihr euch da zusammenschließt, dann habt ihr natürlich gegen die Kita-Leitung auch eine ganz andere Argumentationsmöglichkeit. Weil wenn mehrere Kinder diese Möglichkeit in Kauf nehmen oder gerne nehmen möchten, dann hat die Kita-Leitung nicht mehr so viel dagegen zu reden. Seitdem es in unserer Kita auch mehrere Kinder gibt, die sich vegan und glutenfrei ernähren wollen, ist da die Kita-Leitung bei uns auch wesentlich offener. Also wir haben da die Erfahrung auch gemacht. Deswegen möchte ich dir diesen Tipp mit auf den Weg geben. Tipp Nummer 3. Du hast auch die Möglichkeit, das Essen selber mitzugeben. Das haben wir auch mal gemacht in der Corona-Zeit, haben uns aber mittlerweile dagegen entschieden, weil bei uns war das so, dass Lorella gerne das Essen der anderen auch mit essen wollte und dann immer mit der ganzen Box, die ich ihr dann gemacht habe, wieder nach Hause gekommen ist. Einfach aus dem Grund, weil sie eben dabei sein wollte und dazugehören wollte. Welche Lösung wir dann genutzt haben, verrate ich dir gleich. Außerdem ist es auch tierisch viel Arbeit, jeden Tag so eine tolle Box mit Mittagessen mitzugeben. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich auch an meine Grenzen gekommen. Tipp Nummer 4, wählt einfach das Essen, bestellt das Essen, was alle anderen auch bestellen und dann redet mit der Kita-Leitung, dass sie eben dem Kind nur das geben, was wirklich vegan ist. Das sind oftmals Kartoffeln oder Reis oder die Soße und dann ist er kann das Kind bei den anderen mitessen, fühlt sich im Team mit dabei und für die Kita-Leitung ist es jetzt nicht so viel mehr Arbeit und das sind meistens
meistens Sachen oder Ausnahmen, die sie machen können. Die Möglichkeit haben wir nämlich für uns genutzt, als es während der Corona-Zeit nicht möglich war, glutenfrei und vegan zu kochen. Und das hat ganz gut geklappt. Ich habe dann Lorella vielleicht ein paar Bratlinge oder sowas mitgegeben, dass sie immer Alternativen, so Ausweichalternativen hatte oder auch Käse. Und das hat richtig gut geklappt bei uns. Wie machen wir das jetzt auf Spielplätzen? Da ist ja so ziemlich jedes Kind immer irgendwas, irgendwer hat was in der Hand. Da sage ich wirklich ganz freundlich, wenn uns was angeboten wird, ganz lieben Dank, wir ernähren uns vegan und haben Unverträglichkeiten gegen Weizen und Gluten. So kommunizieren wir das und bis jetzt sind wir damit immer super gut gefahren. Das Wichtige dabei ist, dass du als Elternteil auch ganz konsequent das wirklich sagst mit einer Überzeugung, wir sind vegan und so ist das. Kinder machen, was du machst und nicht, was du sagst. Wenn du jetzt da mit einer Unsicherheit rangehst und da die Kinder dann sehen, und es ist denen ja unsicher und peinlich und dann ist das für Kinder genauso. Dann fragen sie sich, okay, ist das hier vielleicht doch nicht so gut? Deswegen sag das wirklich einfach konsequent so, wie es ist. Damit tust du den Menschen nicht weh. Wie läuft das jetzt auf Kindergeburtstagen ab? Sowohl in der Kita als auch wenn Lorella auf Kindergeburtstagen eingeladen wird, und das wird sie ganz oft, vor allen Dingen bei den Jungs in der Kita, dann rede ich mit den Eltern vorher. Ich rufe die dann an oder schicke eine Mail und sage, okay, wisst ihr, Lorella hat Unverträglichkeiten, soll ich was mitgeben, wollt ihr was machen? Aber bei uns ist das so, dass die Eltern wirklich so super engagiert sind. Die machen dann glutenfrei im Pizzaboden und also die legen sich da wirklich total ins Zeug. Und wenn nicht, mache ich es wirklich so, dass ich was Kleines mitgebe. Entweder kaufe ich einen fertigen Kuchen oder aber ich mache selber was und zwar auf dem Haferkekse-Rezept, was ich auch schon geteilt habe, das kann ich dir mal dort verlinken. Außerdem gebe ich auch immer so Süßigkeiten mit, wie Ersatzschokolade oder Kekse oder Gummibärchen, sodass wenn irgendwie eine Tombola ist oder irgendwas rausgegeben wird, dass Lorella dann nicht darauf verzichten muss, sondern immer was dabei hat. Das Wichtige dabei ist, dass ich auch mit Lorella rede und das kann ich auch nur empfehlen, weil wir haben von Anfang an darüber geredet, was vegan bedeutet, dass wir den Tieren nicht wehtun wollen und deswegen ist Lorella da auch super überzeugt. Wenn du dich nicht für dein Kind einsetzt, dann wird sich niemand dafür einsetzen. Und wenn du immer anderes zum Gefallen tust, dann machst du andere glücklich, aber nicht euch selber und als Familie und riskierst vielleicht die Gesundheit und das Wohlbefinden deines Kindes. Deswegen kann ich dir das nur ans Herz legen. Wie wir Lorellas Geburtstag hier zu Hause feiern, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht und das habe ich auch mit ein bisschen mit aufgenommen und gefilmt. Das kann ich dir mal dort verlinken. Da zeige ich dir auch, welche Rezepte wir gemacht haben, wie die Kinder hier alles, wie das alles abgelaufen ist. Also schau dort gerne mal vorbei, da kriegst du noch ganz wundervolle Tipps und ich freue mich, dich dort im Video gleich zu sehen. Bis dann, deine Maria.